Dann heiße ich dich herzlich willkommen zu deiner Energiemeditation. Ich empfehle dir, die Meditation im Sitzen mit geradem Rücken durchzuführen und im besten Fall auch ohne dich anzulehnen. Dein Körper sollte aufrecht und gleichzeitig entspannt sein. Schau auch, dass deine Füße und Beine entspannt sind und auch die Hände und Arme und Schultern ganz entspannt sind. Genauso. Und wenn du deine Position gefunden hast, dann lade ich dich ein, zweimal tief einzuatmen, die Luft kurz anzuhalten und wieder auszuatmen. Und nochmal tief einatmen, kurz die Luft anhalten und wieder ausatmen. Deine Schultern ganz bewusst loslassen und auch dein Gesicht entspannen. Und falls deine Augen noch offen sind, lade ich dich ein, auch diese langsam zu schließen. Falls du Brillenträger bist, empfehle ich dir auch, deine Brille für die Zeit der Meditation abzulegen. Und dann ist es Zeit, sich für diesen kostbaren Moment für mehr Energie zu öffnen. Wenn du möchtest, sage dir leise: Ich bin bereit, mich für mehr Energie in meinem Leben zu öffnen. Ich bin bereit, Energie in meinen Körper einfließen zu lassen. Und stell dir dabei vor, dass Licht und Energie von oben durch deine Schädeldecke in dich hineinströmen und du die Energie aus deiner Umgebung aufnimmst. Mit jeder Einatmung füllt sich dein Körper mit mehr Lebensenergie. Beobachte dabei deinen Atem. Werde dir bewusst, wie der Atem ein- und wieder ausströmt. Schau, wie beim Einatmen der Bauch sich ausdehnt und mit der Ausatmung sich wieder einzieht. Beobachte einfach diese natürliche Bewegung des Bauches, ohne sie bewusst zu beeinflussen. Und jetzt vertiefe ganz bewusst die Bauchatmung. Atme 4 Sekunden durch deine Nase ein. Halte kurz die Atmung und atme dann 4 Sekunden lang wieder aus. Mit jeder Einatmung geht der Bauch hinaus und mit jedem Ausatmen zieht sich der Bauch wieder ein. Und stell dir jetzt vor, dass du mit jedem Atemzug Licht und Wärme in deinem Bauch einsammelst. Du kannst dir auch eine Sonne in deinem Bauch vorstellen. Aus diesem Grund wird dieses Energiezentrum im Yoga auch das Sonnengeflecht genannt. Du sammelst auf diese Weise Licht, Energie und Kraft in deinem Bauch an. Dein Bauchzentrum steht für Selbstbewusstsein und innere Stärke. Und jetzt lade ich dich ein, dass du diese Energie langsam hinunter zu deiner Wirbelsäule ziehst. Hier in der unteren Wirbelsäule
ist ein weiteres wichtiges Energiezentrum. Hier ist der Sitz deiner Kundalini, der kosmischen Energie, die dir hilft, über dich selbst hinauszuwachsen. Stell dir einfach vor, dass bei jeder Einatmung dein Sonnengeflecht immer weiter wird und mit deiner Ausatmung schickst du die Energie hinunter zu deiner Wirbelsäule. Einatmen zu deinem Sonnengeflecht und ausatmen hinunter zu deiner Wirbelsäule. Du kannst dir einfach deine Atmung spüren oder dir vorstellen, dass Licht in dich einströmt und dich von innen durchflutet. Und jetzt beginnen wir, die Energie, die Wirbelsäule wieder hochzuschicken. Stell dir vor, beim Atmen aktivierst du die Energie in der unteren Wirbelsäule und beim Ausatmen fließt diese Energie die Wirbelsäule hoch zum Kopf. Einatmen vom Sonnengeflecht zu deiner unteren Wirbelsäule. Ausatmen, die Wirbelsäule entlang, hoch zum Kopf. Einatmen, vom Sonnengeflecht in deinem Bauch zur unteren Wirbelsäule. Ausatmen, die Wirbelsäule entlang, hoch zum Kopf. Und jetzt lass uns die Energieatmung vervollständigen. Stell dir vor, dass du bei deiner nächsten Einatmung die Energie über Stirn, Kehle, Herz, Bauch und deine Geschlechtsorgane zur unteren Wirbelsäule strömt und mit der Ausatmung die Wirbelsäule entlang hoch zum Kopf. Einatmen, fließt die Energie über Stirn, Kehle, Herz, Bauch und deine Geschlechtsorgane zur unteren Wirbelsäule und mit der Ausatmung die Wirbelsäule hoch bis zur Schädeldecke. Atme jetzt mit dieser Vorstellung während der nächsten Minuten weiter. Du harmonisierst so die Energie der 7 Hauptenergiezentren entlang der Wirbelsäule und der Vorderseite deines Körpers. Du kannst die Wirkung verstärken, indem du dir mit jeder Einatmung vorstellst, wie zusätzlich Licht in deinen Körper strömt. Oder du spürst einfach nur die Bewegung deines Atems. Mach das, was sich für dich leichter anfühlt, was für dich angenehmer ist. Einatmung. Die Energie strömt über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Geschlechtsorgane zur unteren Wirbelsäule. Ausatmen, die Wirbelsäule hoch bis zur Schädeldecke. Mit dieser Atmung hast du einen sehr starken Energiekreislauf in deinem Körper erzeugt und die Energie in den wichtigsten Energiezentren sehr stark angeregt.
Jetzt werden wir die Energie zentrieren und in deinem Körper fokussieren. Atme dafür jetzt langsamer und reduziere die Menge an Luft, die du ein- und ausatmest. Atme weiterhin 4 Sekunden lang ein und 4 Sekunden lang aus. Aber lasse deine Atmung dabei sehr flach werden. Diese ruhige Art der Atmung führt dazu, dass sich die Energie in deinem Körper sammeln und konzentrieren kann. Wichtig ist aber auch, dass deine Atmung entspannt ist. Wenn du merkst oder das Gefühl hast, nicht mehr genügend Luft zu bekommen, dann nimm 1 bis 2 tiefere Atemzüge und kehre dann wieder zurück zu diesem meditativen Atem. Und bringe jetzt deine Aufmerksamkeit zu deinen Nasenlöchern. Dort kannst du die Bewegung der Atmung am besten spüren. Versuche die Menge an Luft, die du ein- und ausströmen lässt, zu minimieren, so dass die Bewegung des Atems in den Nasenlöchern fast unmerklich wird. Und bringe jetzt dein Bewusstsein zum Herzen, während du weiter ganz wenig Luft ein- und ausatmest. Spüre bewusst, wie sich dein Herz anfühlt und was du in den Tiefen deines Herzens spüren kannst. Und dann bringe jetzt dein Bewusstsein zu deiner Kehle. Bringe dein ganzes Bewusstsein zu dem Energiezentrum deiner Kehle. Jetzt bringe dein Bewusstsein zur Mitte deiner Stirn, zum sogenannten dritten Auge, und konzentriere deine gesamte Energie und dein gesamtes Bewusstsein hier in der Mitte deiner Stirn. Und dann bringe dein Bewusstsein zur Schädeldecke, bis zum höchsten Punkt deines Kopfes. Und dann bringe zum Schluss dein Bewusstsein zu dem Energiepunkt, den du am allerstärksten gespürt hast. An der Schädeldecke, der Stirn, deine Kehle, deinem Herzen, deinem Bauch. Bring dein Bewusstsein zu dem Energiepunkt, wo du die Energie jetzt gerade am stärksten spüren kannst. Und dann stell dir vor, dass dieser Energiepunkt wie ein Tor, eine Öffnung zu unendlicher Energie ist. Und dann lasse diese unendliche Energie in dich einströmen und sich in deinem Körper ausbreiten. Atme dabei ruhig etwas tiefer wieder ein und aus und lass sich die Energie in deinem Körper verteilen. Und wenn du möchtest, kannst du hier
noch einige Male weiteratmen und die Energie in deinem Körper immer weiter intensivieren. Und wenn es dir reicht, dann atme noch zwei, dreimal tief ein und wieder aus. Bewege langsam deine Finger. Und wenn du magst, regel und streck dich noch ein wenig. Und dann komme in deinem Tempo vollständig aufgeladen wieder hier an und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir einen wundervollen und energetischen Tag.